Ja, durchaus. Nur ist es natürlich auch für den FC Bayern in der heutigen Situation, im heutigen professionellen Fußball nicht mehr ganz so einfach, die sogenannte Granate zu holen oder jetzt den neuen Ribéry oder den neuen Robben einfach so zu verpflichten, weil auch die anderen Vereine es nicht mehr nötig haben, Spieler zu verkaufen, weil auch die anderen Vereine mittlerweile enorme Summen zur Verfügung haben, die Spieler eben im eigenen Verein zu halten. Und das macht es für den FC Bayern auch in Zukunft schwieriger, Topstars zu verpflichten.